herzlich willkommen heute. Wir machen wieder eine Mischung aus Pilates und Yoga-Übungen. Fokus liegt heute auf dem Rumpf, Hüfte, Rücken. Mach so weit mit, wie du kannst und möchtest. Mach gerne immer wieder zwischendurch Pause. Und dann wünsche ich uns viel, viel Spaß. Wir beginnen im hüftbreiten Stand. Beide Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Verlängere dich. Stell dir vor, es ist ein Faden am Scheitel befestigt, der zieht dich nach oben, macht dich ganz lang. Wir beginnen mit Schulterkreisen, weit nach oben, weit nach hinten, unten. Große Bewegungen. Wenn du unter Nackenverspannungen leidest, ist das zum Beispiel eine super Übung, die man im Alltag mal machen kann. Wenn man am PC arbeitet. Mach die Schulterkreise gerne so groß du möchtest. Dann wechsel links und rechts, nimm den Oberkörper ganz sanft mit. Drück deinen Bauchnabel fest nach innen Richtung Wirbelsäule. Stabilisiere deine Körpermitte. Einmal noch jede Seite und bleib in der Mitte. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein, das Standbein ist ganz leicht gebeugt. Das andere Bein heben wir nach oben und zeichnen aus der Hüfte heraus Kreise. Wenn du willst, setz dein Bein immer wieder in der Mitte ab, zeichne dann den Kreis, setz ab oder bleib gleich mit mir oben in der Luft. Such dir irgendeinen Punkt, der sich nicht bewegt, fixier den. Und dann gleichzeitig an die Verlängerung, so kannst du schon mal ein bisschen besser das Gleichgewicht halten. Andersrum kreisen. Und jetzt nimm deine Arme dazu. Die Richtung ist jetzt egal, das ist eh schon genug für das Gehirn, dass wir beide gleichzeitig koordinieren müssen. Gut, große Kreise. Einmal noch. Stell dieses Bein ab, verlagere dein Gewicht auf dieses Standbein. Leicht beugen, das Knie heben. Erstmal die Beinkreise auf der Seite. Andere Richtung. Jetzt nimm auch da die Arme dazu. Manchmal steht man auf einem Bein stabiler als auf dem anderen, das ist ganz normal. Weil jeder so seine Schokoladenseite hat. Einmal noch. Und bleib wieder in der Mitte. Wir nehmen jetzt im Wechsel einmal links, einmal rechts, das Knie weit über die Seite nach außen. Stellen das Bein wieder ab. Öffnen die Hüfte groß. Such dir auch wieder den Punkt, der sich nicht bewegt, um das Gleichgewicht zu halten. Und jetzt beginnen wir und setzen immer ein Bein nach diesem Hüftkreis hinter dem anderen Bein ab. Theoretisch bewegt man sich dabei nicht von der Stelle, wenn man die Beine immer wieder auf die gleiche Stelle setzt. Konzentrier dich, behalte immer deinen Punkt im Auge. Einmal auf jede Seite. Und
Oberbleibe der Schultern kreisen. Wir brauchen jetzt gleich den Platz einer Matte. Deswegen stelle ich mich auch längs hin. Verlange das Gewicht wieder auf ein Bein. Das andere Bein stellen wir lang und gestreckt hinter dem Körper ab. Beide Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Neige deinen Oberkörper nach vorne. Das Knie wird ganz leicht gebeugt. Bleib da in der Position. Zieh die Schulterblätter hinten an die Wirbelsäule. Stell dir immer vor, du steckst deine Schulterblätter hinten in die Hosentaschen. Bleib da und heb mit mir dein gestrecktes Bein hinten hoch und tief. Nimm die Hüfte nicht mit, die bleibt ganz stabil. Such dir wieder vorne einen Punkt, der sich nicht bewegt. Schau den an. Konzentriere dich immer wieder darauf, den Bauchnabel nach innen zu drücken, Richtung Wirbelsäule. Noch zweimal. Und wechsel das Standbein. Hol dein anderes Bein nach vorne, verlagere das Gewicht darauf. Streck das andere Bein nach hinten, der Länge nach, lang und gestreckt, Oberkörper sanft nach vorne neigen. Brustbein öffnen, Schultern nach hinten unten nehmen und Bein heben, absetzen. Ich mache die Videos wieder ohne Musik, du kannst daheim gern die Musik einlegen, dann ist es vielleicht ein bisschen spannender. Also noch spannender. Noch dreimal. Zwei. Einmal noch. Und absetzen. Komm vorne an den Anfang oder ans Ende deiner Matte. Knie ganz leicht beugen, leg dein Kinn aufs Brustbein, roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel nach vorne ab und wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wir machen das dreimal, bleib in deinem Rhythmus. Einmal noch. Und setz beim nächsten Mal deine Hände unten ab. Vielleicht musst du dafür die Knie beugen. Wir wandern jetzt Schritt für Schritt mit den Beinen nach hinten, bis wir kurz in der Brettstellung sind. Und Schritt für Schritt wieder nach vorne zurück in die Ausgangsposition. Wir lösen die Hände, rollen uns nach oben. Und die Bewegung machen wir ein paar Mal. Achte darauf, dass dein Blick wirklich immer nach unten schaut. Halswirbelsäule nicht rechts und links verdrehen. Halte deine Rumpfspannung, Bauchnabel immer schon fest nach innen drücken. Beim nächsten Mal mit mir unten in der Stützposition. Setz da nacheinander die Knie ab. Hoch zurück auf die Fersen. Rücken lang machen, Oberkörper lang nach vorne ziehen. Tief durchatmen. Richte den Oberkörper auf und komm hier auf beide Sitzbeinhöcker. Wir setzen uns so auf beide Sitzbeinhöcker, dass wir richtig die Sitzbeinhöcker spüren können. Die Füße
Füße sind auf der Matte, die Knie und die Zehenspitzen schauen in eine Richtung. Wir rollen uns jetzt ein paar Mal hoch tief. Du kannst dich gern am Oberschenkel festhalten. Wenn du das nicht brauchst, nimm deine Hände neben den Körper. Roll dich ganz langsam, Wirbel für Wirbel nach unten ab. Und Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Eine Schwungarbeit nur mit Muskelkraft. Denk immer an die Verlängerung der Wirbelsäule, beim Pilates ist ganz wichtig. Blick gerne nach vorne richten. Beim nächsten Mal, wenn wir uns unten ablegen, weil dann die Hände hinter dem Kopf, strecken sich einmal lang nach hinten, kommen wieder nach vorne, wir rollen uns Wirbel für Wirbel nur mit der Muskelkraft nach oben. Handflächen schauen nach oben beim nach oben kommen. Und nach oben beim Arm nach hinten nehmen. Noch zweimal. Und beim nächsten Mal bleiben wir mit dem Oberkörper unten liegen. Beine ein bisschen mehr Richtung Po, rollen ganz langsam Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule nach oben, bis die Hüfte oben in der Luft steht. Kein Gewicht auf der Halswirbelsäule, also du solltest deinen Kopf jederzeit anheben können. Das Gewicht liegt nur auf dem Schultergürtel. Wenn dir das hier mit den Armen oben zu unangenehm ist, hol die Hände nach unten, leg die nahe am Körper ab. Wir rollen das Wirbel für Wirbel hoch tief. Versuch jeden Wirbel gedanklich einzeln abzulegen und wieder nach oben zu lösen. Noch zweimal. Roll dich Wirbel für Wirbel nach unten, lass den Oberkörper liegen. Wir kommen nach oben und kombinieren jetzt diese Abfolge von gerade eben. Wir legen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab, nehmen die Arme über den Kopf, legen den Oberkörper ab, ziehen die Beine Richtung Po, rollen uns langsam Wirbel für Wirbel nach oben, legen uns Wirbel für Wirbel nach unten ab. Die Beine rutschen wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und wir heben den Rumpf. Wir machen das ein paar Mal, mach das in deinem Tempo, so wie das für dich angenehm ist. Wir arbeiten beim Pilates immer kontrolliert in jede Bewegung, also lieber langsam und sauber. Und nicht mit Schwung und falscher Technik. Wir machen diese Abfolge noch dreimal. Ich hoffe, ich bin im Bild.
Mal. Und dann hol deine Arme nach unten, lass sie neben dem Körper liegen. Wir bleiben in dieser Schulterbrücke von gerade eben, rollen uns nochmal Wirbel für Wirbel nach oben auf, bleiben oben mit der Hüfte stehen. Wir sind eine Linie schräg nach unten von den Knien über die Hüfte nach unten zum Kopf. Wieder Gewicht ist auf dem Schultergürtel, nicht auf der Halswirbelsäule. Heb dein Bein gestreckt nach oben im Wechsel, rechts, links. Geh einmal in die Verlängerung. Einmal noch jede Seite. Und ich langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab. Wenn du den Po ganz auf den Boden abgelegt hast, schaukel deine Knie von rechts nach links. Bleib mit beiden Schultern am Boden. Und bleib mit mir in der Mitte. Bauchnabel ganz fest nach unten drücken. Stell dir gedanklich vor, du drückst deine Wirbelsäule mit dem Bauchnabel auf die Matte. Blick nach oben, langer Nacken, also gerne den Hinterkopf übertrieben nach oben ziehen. Kinn Richtung Brustbein ziehen. Heb beide Beine mit mir nach oben an. Löse den Oberkörper von der Matte. Die Schultern, Kopf und Arme lösen sich, die Fingerspitzen. Versuche Richtung Zehenspitzen zu ziehen. Der Bauchnabel bleibt immer ganz fest nach unten gedrückt. Der Kopf bleibt in genau der Position. Das ist ungefähr eine Faustbreit Platz zwischen Kinn und Brust. Jetzt bewegst du diagonal rechtes Bein, linken Arm nach unten. Komm zurück, andere Seite. Versuch dich gestreckt zu halten. Die Übung kommt nur aus Arm und Bein, der Rumpf ist ganz stabil. Die stabile Hüfte hält dich ganz ruhig auf der Matte. Versuch dich zwischendrin immer wieder mit den Fingerspitzen nach oben zu ziehen, Richtung Zehen. Zweimal jede Seite. Einmal noch. Und roll erst den Oberkörper langsam nach unten ab, dann die Beine. Schaukel dich gerne ein bisschen auf dem unteren Rücken aus. Und freue dich dann über die Seite mit mir in den Vierfüßlerstand. Wir platzieren die Handflächen unter der Schulter, die Knie unter der Hüfte. Bauchnabel fest nach oben drücken. Stell dir vor, da oben steht deine Tasse Cappuccino.
Da wollen wir auch, dass die so stehen bleibt. Das heißt, wir bleiben hier ganz stabil. Wir ziehen das rechte Bein lang nach hinten, bis es nicht mehr länger geht. Dazu den linken Arm so lang nach vorne, bis es nicht mehr länger geht. Und so heben wir jetzt in dieser Länge gestreckt Arm und Bein nach oben an. Setzen nach unten ab. Ziehen wieder zurück. Machen es auf der anderen Seite. Arm und Bein so weit auseinanderziehen, wie es geht. Heben, senken und zurück. Blick nach unten. Bauchnabel fest nach oben gedrückt lassen. Zweimal auf jeder Seite. Einmal noch. Und komm nach hinten, schieb den Po sich auf die Ferse, mach die Arme lang. Tief durchatmen. Entspann dich. Und komm nochmal wieder zurück in den Vierfüßerstand. Wir wechseln hier Katze Kuh, Schulterblätter weit auseinanderziehen, Schulterblätter wieder zusammenbringen, gerne den Kopf mitnehmen, wenn ihr das gut tut. Im Wechsel runder Rücken und physiologisch normale Form der Wirbelsäule. Genießt diese Bewegung, diese Mobilisation der Wirbelsäule. Zweimal. Und dann roll ich langsam nach oben, richte den Oberkörper auf und komme mit mir in den Kniestand. Wir stehen mit den Knien über der Hüfte, Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Jetzt streckt die Hüfte ganz leicht nach hinten, der Oberkörper neigt sich nach vorne. Wir nehmen die Fingerspitzen an den Hinterkopf. Ab dem Bauchnabel abwärts bewegt sich nichts mit. Wir rotieren aus der Brustwirbelsäule und versuchen mit dem rechten Ellbogen in Richtung linkes Knie zu wandern. Blick folgt dem Ellbogen, der nach oben schaut. Zur Mitte zurückkommen, Wechsel zur anderen Seite. Du merkst selber, irgendwann ist Stopp. Wir wollen den Unterkörper stabil lassen, deswegen dreh dich nur so weit, wie du kannst. Immer wieder in die gerade Position kommen und dann Rotation, diagonal Ellbogen Richtung Knie ziehen. Noch zweimal jede Seite. Einmal noch. Setz dich wieder zurück auf die Sitzbeinhöcker. Wir stellen die Beine vor mir auf, platzieren die Handflächen hinter dem Körper,
Wenn du keine Schulterprobleme hast, schauen die Fingerspitzen Richtung Po. Wenn du Probleme mit der Schulter hast, wir gehen jetzt gleich in eine Stützposition. Dreh die Schulter auf und platziere die Hände ein bisschen weiter nach außen aufgestellt und die Fingerspitzen schauen vom Körper weg. Das spürst du selber, was dir gut tut. Wir heben langsam die Hüfte nach oben, schieben die Hüfte nach oben, den Kopf weit aus der Schulter rausdrücken, Kopf also fest zusammenzwicken, schieb dich nach oben. Wenn das unangenehm für dich ist, setz gerne zwischendurch immer wieder ab und komm dann wieder nach oben. Wir halten noch ein bisschen. Du kannst auch, wie gesagt, ein bisschen angenehmer über die Schultern dich nach oben drücken. Mit der Schulter nach außen rotiert. Die Hüfte nach oben, immer wieder die Spannung aufbauen. Und langsam nach unten absetzen. Streck die Beine nach vorne. Und noch aus zwei Beinen ein Bein. Die Beine richtig fest zusammendrücken. Die Zehenspitzen nach vorne strecken. Nochmal die Hände hinter dem Körper abstützen. Heb die Hüfte nach oben. Bleib stark im ganzen Körper. Setz durch, zwischendurch immer wieder ab, wenn du nicht mehr kannst. Steig dann wieder mit ein und komm mit nach oben. Und langsam Wirbel für Wirbel nach unten absetzen. Und die Handgelenke entspannen. Wir kommen in den Stand. Wieder vorne an die Matte. Hüftbreiter Stand. Nimm die Hände über den Körper. Atme tief ein, atme aus. Hände vors Herz. Drück die Handflächen ganz fest zueinander und setz dich einmal nach unten. Po nach hinten schieben, Gewicht auf den Fersen lassen. Wenn du das Gefühl hast, du kippst gleich nach hinten, machst du alles richtig. Bauchnabel fest nach innen. Jetzt dreh deinen Oberkörper. Die Beine bleiben ganz ruhig, bewegen sich nicht mit. Wir legen den rechten Oberarm auf dem linken Bein ab. Blick nach oben. Genieß diese Drehung. Atme tief ein und aus. Du kannst und willst, verlage das Gewicht auf das Standbein, das ist jetzt das linke Bein, und step mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach hinten. Blick immer noch nach oben richten, drück dich hier weit nach oben, tiefe Atemzüge halten. Und komm wieder zurück. Richte dich auf. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und wieder ganz hinstellen. Wieder nach oben. Handflächen fest aneinander drücken. Und wenn du willst, verlage das Gewicht jetzt auf das andere Bein, das ist das Standbein. Mach einen großen Schritt mit dem anderen Bein nach hinten. Versuch das Gleichgewicht zu halten. Dreh dich. Tiefe Atemzüge halten. Zurück und richte dich auf. Komm mit mir wieder nach unten. Wir laufen Zwiebel für Wirbel nach unten. Steigen mit beiden Beinen zurück ins Brett. Zieh jetzt dein rechtes Knie gebeugt
unter dem Körper nach vorne, schwenke das auf die linke Seite und lege es da ab. Linkes Bein lang nach hinten schieben und den Oberkörper entweder nach vorne ablegen oder wenn es dir hier zu sehr zieht, kannst du dich auch ganz leicht abstützen unter einem Stütz oder Hände. Schau, was dir gut tut. Richte den Oberkörper auf. Die linke Hüfte drückt Richtung Boden. Versuch deine Hüftknochen beide zum Boden schauen zu lassen. Wir heben jetzt das linke Bein, Ferse zieht Richtung Po und wenn du willst, nimm dir noch mit deiner rechten Hand das linke Bein zum Körper ran. Spürst du Dehnung jetzt an der Oberschenkelvorderseite. Wenn es zu viel für dich ist, schau, wo du dein Bein kriegst. Vielleicht auch nur an der Hose. Das zieht auch schon ein bisschen. Und vorsichtig lösen. Beide Hände abstützen, Zehen aufstellen, wieder zur Mitte zurückkommen. Andere Seite, Knie nach vorne, nach rechts hinten, rechtes Bein lang nach hinten. Hüfte drückt Richtung Boden, Oberkörper ablegen. Bleib zu Hause in den Dehnübungen gerne eine Minute oder eineinhalb Minuten. Aus Zeitgründen mache ich es jetzt nicht so lange in den Videos vor, aber wenn sie dir gut tut, bleib dann länger. Wenn nicht, dann auch. Was ist nötig? Richte den Oberkörper jetzt hier auf. Nimm die Ferse Richtung Po. Schau, wo du dein Bein kriegst. Vielleicht nur an der Hose. Und löse dein Bein. Komm langsam nach vorne, stütz dich ab, komm nach oben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bleib gesund.